Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zottel und Krienchen Zocken Analog mit dem Exit-Spiel und Puzzle der einsame Leuchtturm. Mal schauen, wie weit wir diesmal kommen und welche Rätsel wir diesmal lösen müssen. Viel Spaß dabei! Ich glaube, wenn man schon mal das ein oder andere Spiel oder Rätselgedöns von denen hier gemacht hat, ich glaube, dann hat man da so ein Connect, also dann hat man eher im Gespür. Das ist das eine Jahr war ich, glaube ich, in zwei kurz hintereinander in zwei verschiedenen Exit-Räumen und das war echt der zweite war so, okay, das könnte hier dort Dines, weil einfach du ja in diesen Rätselraten drin bist. Aber ich muss sagen, wenn da natürlich Interesse besteht, ich habe Bock auf die Dinger wegen mir. Können wir die nacheinander? Also mir macht das Spaß. Also mir auch. Mir ist es auch tatsächlich egal, ob. Ja, ich weiß ja, dass ich blöd bin. Von daher ist es egal. Ja. Also ich muss da jetzt auch nicht. Ich muss es jetzt nicht täglich machen. Ich muss das jetzt auch nicht, weiß ich nicht, in einer Woche alle machen, die es jemals gibt oder gab. Aber. Was das? Hä? Nee. Das ist doch vom Bild nur. Das passt nicht. Was machst denn du da? Probieren. Aber guck mal, das gehört doch eher zusammen. Hier ist doch ein rotes Schloss drauf. Sie sieht aus wie ein Papagei. Mal einen Schluck trinken. Von dem leckeren Energy-Getränk. Und dann lass mich mal gucken, ob mit neuer Energie man vielleicht einen Durchblick hat. Durch die Power der Natur. In etwa. Trinkt Holly Energy, das mache ich schlau. Das sollten wir eventuell vielleicht nicht sagen. Das könnte abschreckend werden. Ja, ich weiß. Eventuell fehlt mir ein Eggs. Nee, fehlt mir nicht, ich bin nur zu blöd. Hallo, kannst du mal nicht immer näher rutschen an mich ran hier? Ich brauche auch Platz. Dein Puzzlebereich, mein Puzzlebereich. Achso. Hä? Ich muss ja schon sagen, ich dachte, meine Idee mit der Quersumme, ne, mit wie häufig wird welches Ding, ich dachte, das wäre echt genial gewesen, aber es war einfach nur Unsinn. Fertig randaliert. Das ist gut, jetzt müssen wir nur noch den Rest da reinkriegen. Hast du das mit dem Buch drauf? Ja. Warte mal, wo war denn das Puzzleteil, wo ich gesagt habe, das sieht so aus, als ob ein Papagei da sitzt? Da ist der doofe Vogel. Da ist ein grünes Schloss. Das muss so ein Vogel wird sich nicht quer hinsetzen. Willst du nicht? Nee, eher weniger. Vielleicht ein Fledervogel. Ein Fledervogel? Nee, Fledermaus. Vogel, eine Dole. Eine Dole. Was? Wo sind wir denn jetzt? In welcher Tierart? Ein Vogel. Oh, Entschuldigung.
Obwohl das jetzt heller ist und irgendwie mehr Farben hat als gerade, finde ich das noch schwieriger irgendwie. Oh, sorry. Was hatte ich denn gerade vorgelesen? Das sollte doch der Innenraum vom Leuchtturm sein. Das ist doch eine ich wollte Höhle. Hast du auch die mit der gestreiften? Ja, es. Doch, sie ist verschlossen. Es müsst ist nur ihr den Schluss. Und gesternt noch dabei. Ach so, vielleicht, weil wir uns den Monitor angucken. Vielleicht ist das das Desktop-Bild. Ach so. Und beugt euch über das bläuliche Licht. Ah, okay. Ich glaube nicht, dass das das Innere des Leuchtturms ist. Das wäre auf jeden Fall kurios. Ich weiß aber auch so für einen Moment so, sind wir nicht gerade in einem Leuchtturm? Warum sind wir jetzt irgendwo da, wo es aussieht wie bei Dingskirchen, die Schatzinsel? Nee, das sieht eher aus wie bei Captain Jack Sparrow. In der, wo dieses Piratentreffdingen ist. Ach, na, sagt schnell, wie heißt diese Hochburg da? Wo die Brüderschaft der Piraten sich trifft. Mit den Realismünzen. Mit den neuen 8 Realismünzen. Was gar keine Münzen sind. Sondern einfach nur Krempel, weil die ja immer blank waren. Für meine Münze, hier ist das Auge. Ja, ja. Wir spoilern nicht. Der Film ist so alt, den kann man schon gar nicht mehr spoilern. Wer den nicht gesehen hat, der hat Leben verpasst. Na, das kannst du jetzt aber auch nicht sagen. Denk an die Leute, die alle jünger sind als wir. Die haben das Leben verpasst. Er kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwas gehen. Das ist so. Ah, sag ich doch, passt doch. Ja. Yeah. Eine sehr seltsame Figur. Figuren. Manchmal ist es sehr dankbar, wenn sehr seltsame Puzzleteile Größen und Formen haben. Ich bin nur froh, dass es kein so ein Rätselpuzzle ist und nach dem Motto, nein, nicht nur, dass ihr ein seltsames Motiv zusammenlegen müsst, von dem ihr keine Ahnung habt, sondern hier ist auch noch ein Puzzle, was sich ganz anders zusammensetzt. Ja, wo du Randteile in der Mitte hast. Ja, genau. Randteile in der Mitte, ey. Man guckt ja doch immer nach, ob nicht doch irgendwie Puzzle falsch sind. Das muss doch findbar sein. Das ist es nicht, das ist das. Sag ich ja. Nee, das kann ja gar nicht passen. Ach, Mensch, ey. Der Zettel guckt immer so komisch. Ja, weil du hier gleich auf dem Dings liegst und ich ein bisschen befürchte, dass es gleich Ausschnittalarm gibt. Nee, so weit nähere ich mich dem Ganzen dann doch noch nicht. Ah. Das darf man doch auf YouTube nicht zeigen, bitte. Das möchte ich auch gar nicht zeigen. Unabhängig, ob man das darf oder nicht. So viele private Einblicke braucht dann doch niemand. Ach, sag mal, das muss doch hier irgendwo hinpassen. Ja, es wird doch irgendwo hinpassen. Nirgendwo passt. Das ist eins zu viel in dem Sack. Ja, vielleicht ist das ja Tic-Tac, das eins zu viel ist. Okay, das sind zwei zu viel.
Da werden schon nicht zwei zu viel sein, sag ich ja. Hä? Das passt doch. Das passte bei mir dann nicht. Ja, es passte bei dir nicht. Ja, und das hilft uns jetzt wie weiter? Ach, guck mal da. Passt doch. Nein, hier wird nichts mit dem Hammer in irgendwelche Formen gezwängt. Siehst du? Nix so viel. Sag aber doch, viel zu wenig Teile. Ja, ja. So, was haben wir denn hier? E, R, D. Du drehst das gerade, ja, ich weiß. Gegen das Bild. Ja, aber ich will ja auch gucken. Ich sitze hier an der Seite. E, R, O oder D? Meine kicken. Noch ein Männekicken. Da sind ganz viele Männekicken. Da ist auch ein Männekicken. Ein graues Schloss, ein grünes Schloss, ein rotes Schloss. Womit fangen wir an? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein Männekicken. Y, X, blau, grün und gelber Pfeil. 3 ist das Y, Drey oder was? Oder wie? Hä? Du hast nur Y gesehen. Da, hier, da. Ach so. Ah, schön. Ja, irgendwie, hier sind Pfeile, die muss man irgendwo dann anlegen, um irgendwas Sinnvolles rauszukriegen. Hier ist ein weißer Strich, da sind so weiße Striche und da ist eine kleine 15. Und hier ist eine Brücke mit Augen, hier ist eine 6. Boah, ich schreibe das jetzt einfach mal auf. Ich habe eine 15 gesehen, ich habe eine 6 gesehen. Wir haben ein DRE. 15, 6. Hand, Auge, Blume. Blume, Hand, Blume, Hand. Auge. Warte mal. Blume, Hand und Auge gibt es. Wir haben Hand, nee, Auge, Hand. Und Blume. Blume, Blume, Hand. Blume, Hand. Auge, Auge. Blume, Hand. Hand, Auge, Blume. Und das ist nämlich der... Der Code für das grüne Schloss. Genau. Ich habe das Gefühl, dass wir das falsche Puzzle haben. Nee, es gibt ja kein schraffiertes. Nee, das sind ja auch die Streifen, die da drauf sind. Also hier sind 3 Ziffern, dann kommt hier eine Ziffer raus und dann kommen wir auf die Seite. Und hier ist die Tür, da müssen wir letztendlich... Aber das ist doch... Jetzt ist die Frage, muss man mit dem Buch anfangen? Muss man mit dem Weg anfangen? Oder mit dem grauen Ding, sie? Ich bin immer noch total verwirrt, was ich da sehe. Aber das... Ja. Ein plötzlicher, ihr seht, wie ein alter Monitor aus dem letzten Jahrhundert anspringt. Neugierig beugt ihr euch über euch das, über das blaue Licht. Okay. Da sind Männchen. 3 und 15. Können wir dem Lösungsbuch mal bitte gucken, welches Schloss wir zuerst öffnen? Einfach nur die Farbe des oberen? Das ist ja markiert. Ich. Da
sollst nicht die Lösung. Nee, ich lese ja den Tipp. Auf dem Bildschirmschoner. Ah, das ist ein Bildschirmschoner. Ah. Das finde ich, hätte man ruhig sagen können. Das Passwort dann, um da reinzukommen. Genau. Lies es doch bitte vor. Auf dem Bildschirm Tipp für das. Nee, also irgendwie haben wir irgendwas falsch gemacht. Das haben wir doch genommen. Ihr dürft nun das mit dem nehmen. So. Weil hier Tipp für das Computerpasswort. Und da ist was ganz anderes plötzlich zu erkennen, als das ist nicht das richtige Puzzle. Ja, aber dann haben die das ja falsch beschrieben. Kann ich mal das andere? Nee, hier steht 4 drauf. Nee, das ist. Und hier steht 3 drauf. Ja, aber laut Tipp für das Computerpasswort. Also entweder bin ich. Also. Haben wir irgendwas? Ja, weil das, diese Ansicht haben wir nicht. Ja. Raute. Sisse, weil das haben wir nicht. Die haben sich verdruckt. Oder was? Das ist das nächste Bild. Was müssen wir denn als nächstes machen? Haben wir irgendwie das falsche Puzzle da drin? Ich sehe das Bild gar nicht hier drin. Ja, eben. Darum war das jetzt auch für mich, hä, wo ist das die denn? Die haben sich verdruckt wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das ist ein falsches Puzzle in der Kiste. Zeig mal die Tüte, was ja, da drauf steht. Ja, aber hier darfst du ja nochmal das Schraffierte nehmen, für das nächste Puzzle. Ja, aber das... Wir müssen das Gesternte nehmen, weil doch, nee. Ja, aber auch das ergibt ja keinen Computermonitor. Ja, habe ich doch gesagt. Das Puzzle habe ich gar keine Ahnung. Ja, sag ich ja. Das Puzzle gibt es nicht. So, endlich ist das Ersatzpuzzle angekommen, beziehungsweise ist es schon viel länger da, aber wir haben jetzt die Zeit gefunden, das Puzzle endlich weiterzumachen. Falls ihr euch erinnert, wir haben die Kisten am Schrank geöffnet. Wo ist eigentlich das erste Puzzle? Ich dachte, das hätte man ja auch schon hingebracht. Nein, das habe ich nicht hingepackt. So, ihr erinnert euch, für euch ist es ja nur eine kurze Einblendung. Eine Sekunde quasi. Für uns ist es schon wieder etwas länger her. Wir sind vorbeigekommen und das ist das erste Puzzle gewesen. Ja. Genau, wir haben mit Hilfe der Kiste haben wir diesen Plan erarbeitet und das Zahlenschloss für das rote Schloss geöffnet, um dann reinzutreten. Also für euch ist es ja wirklich nur eine ganz kurze Sekunde gewesen und für uns sind es tatsächlich ein paar Wochen gewesen. Ja, es braucht, also die haben schnell reagiert, wir haben das auch gesehen, ja. Aber es braucht halt, ne, es dauert halt immer schon ein paar Tage, bis das dann da ist und alles, genau. Bla bla bla. Es dauert halt einen Moment. Aber diesmal steht die auch auf der Tüte drauf. Ja, Leuchtturm 2. Ja. Und nicht Tempel 1 oder so. Gut. Gewohntes Spiel, sondern nicht puzzeln auf unterschiedliche Art und Weise, denn es ist jetzt das Innere des Leuchtturms, den wir betreten haben. Ich hoffe, der Sound passt jetzt besser, weil wir nutzen jetzt die Mikros, da sind ja 2 drin sogar, von der, Cam. Also gebt uns da ruhig ein Feedback, ob euch der Sound gefällt, ob das okay ist. Wir hatten jetzt reingehört und fanden das eigentlich völlig okay. Auf jeden Fall besser als vorher. Ja. Vorher war es ja das nur ich das Mikrofon auf, das Headset auf hatte und jetzt ist dann halt auch ein direkter Vergleich, ne? Also es ist wahrscheinlich so ein direkter, so wusch, komplett anders. So wusch, geiler. Hoffentlich. So
Und was hat er gesagt? So. Oh, man versteht. Ja. Dafür hört man leider auch Zettel Stuhl wieder mal der total famegeile Stuhl knatschen. Nicht mehr. Sowieso besser, ist gerade ein bisschen warm, da kriegt man nicht so warm Arsch hier auf dem Plastikstuhl. Ja. Das war's leider schon wieder. Weiter geht es in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat und auch die ganze Reihe euch gefällt, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr so die Rätsel findet. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal von Zottel und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!